Ja, wir probieren es. Heute geht alles schief, da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, diesen Krieg zu erklären. Aber wir machen das natürlich trotzdem. So. Dann Böhmen einladen. Er nimmt an, wir werden unsere Truppen hier oben ausheben. Damit wir gleich mit Böhmen uns vereinen können. Mal schauen, ob er ihn überhaupt ruft. Oh, da hätten wir natürlich auch schauen können. Ob er ihn überhaupt ruft. Er kommt schon mal mit. Oder ob der vielleicht gar nicht mitmacht hier. Oh, da ist er schon. Das hat nicht lang gedauert. Er hat aber nur 800 hier. Momentan. Jetzt wenn wir die 800 gleich mal verprügeln. Da kommen die 3000. Oh, wir brauchen einen besseren Befehlshaber. Wir haben keinen besseren Befehlshaber. 13 Punkte. Furtner, Glaubenskrieger und Furtner und flexibler Anführer. Wir wechseln mal auf den Gustzon. Höhere Güter. Ach, die hat er sich jetzt gekauft hier, diese. Hat er sich doch Söldner jetzt gekauft und deswegen ist er im Minus. Ah, so einer ist das hier. Das sind... Aber wieso hat sich denn Oberschlesien jetzt verschuldet für Söldner, anstatt seine Truppen auszuheben? Man weiß es nicht so genau. Na gut, wir warten mal, da kommt eh schon Böhmen rüber. Oh, da oben. Uiuiui, da oben kommt 1900. Was machen wir denn da? Der kommt jetzt zu mir runter, während er hier hochläuft. Das heißt, wenn wir hier auf dich warten, könnte es sein, dass er hier rechtzeitig hochkommt. Aber ich würde jetzt nicht mein Bad verbetten darauf. Der Balkon des Objekts meiner Begierde. Das Fenster, die Fenster sind warm erleuchtet und sogar vom Boden aus erkenne ich, wie sich dahinter etwas bewegt. Er gniet's, gniewot's. So. Hoch mit mir. Wir können hochklettern. Eine Nachricht hinterlassen. Wir bekommen immer schwelende Chemie aktuell. Oder wie manche auch sagen, schwelende Chemie. Mal das erste. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Wo gehst du hin? Der Tooltip drüber, das sehe ich nicht. So, er will sich hier jetzt herüberschleichen, habe ich das Gefühl. Vielleicht, dass wir die 800 gleich mal verprügeln. Auf der anderen Seite will ich jetzt auch meine Truppen nicht so verheizen. Weil selbst wenn er sich zusammenschließt, dann hat er 2700. Wenn wir uns zusammenschließen, haben wir ganz viel mehr. So, die Tür öffnet sich, Licht über den Balkon fällt und erfüllt das Herz. Gehemmter Umgang. Oh, das ging doch nicht gut aus. Ich dachte, das wäre eine hundertprozentige Erfolgschance. Okay, der gute Herr hier hat jetzt eine Erfolgschance von 0%. Das heißt, wir werden hier aufgeben. Ja, dann müssen wir vielleicht doch auf den Norbert. Aber der Norbert ist halt so ein, ne? Der Norbert ist halt so ein beliebiger Charakter hier. Wir warten mal. Vielleicht kommt noch jemand, der sich uns anschließt. So, kannst du mal... Nee, nicht belagern jetzt. Das wäre echt gut, wenn du jetzt mit mir mitkommst. Na? Ah, jetzt kommt er mit hoch. Ich muss ihm immer nur den Angriffsbefehl geben. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Kleiner Gnietz, Füße und Pfoten. Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, mit kleiner Gnietz täglich Gassi zu gehen und ich weiß nicht, wer von uns beiden die frische Luft und die Sonne mehr genießt. Wir bekommen die Option Laufhund für die Gesundheit. Sehr schön. Also, unser Bündnispartner stürmt hier voran. Das ist schon mal sehr gut.
Er flüchtet, das ist noch besser. Kommt jetzt wieder zurück. Vielleicht greift er auch noch mit an. Nee, macht er nicht. Dann holen wir uns gleich den, oder? Ja, mit unserem Bündnispartner, das sind wir stark. Wir verfolgen ihn aktuell, aber... Na gut. Wir gehen mal hier rüber. Guter Herr, ich hoffe, er geht mir nach. Oh, da geht er runter. Erwischt ihn leider nicht mehr rechtzeitig. Wie schnell ist der denn unterwegs, bitteschön? Hat der Graf Odon... Hat nicht mal irgendwie eine Option, dass er jetzt schnell laufen kann. Der rennt durch die... Guck dir das an, der rennt durch die Provinzen, als gäbe es keinen Morgen. Wahnsinn. Na gut, dann gehen wir mal zu dir rüber. Wir werden hier ein bisschen dich verhauen. 1000 Truppen hat er hier. Mit Bündnispartner geht das. Haben wir die komplett aufgelöst jetzt? Wow. Dann gehen wir mal Richtung Hauptstadt. Belagern hier. Mal schauen, ob er sich nochmal hier raustraut oder wo auch immer er hinläuft. Er hat hier unten jetzt einen Aufstand. Das ist für uns ganz gut. Dann muss er sich erstmal um den kümmern. Während wir hier oben vielleicht sogar mit einem Belagerer... Ne. Während wir hier oben ganz normal belagern. Inklusive unserem Bündnispartner. Ich muss schon sagen, also die KI mit der... die Bündnis-KI spielt... mittlerweile schon immer schon ganz schön so, wie ich die auch haben will. Ne? Wenn sie belagern soll, dann soll sie belagern. Wenn sie mit angreifen soll, greift sie mit an. Also das könnte mich nicht beschweren. Muss ich jetzt ganz klar sagen. Wenn ich jetzt hier runtergehen würde, um den anzugreifen, würde er auch runterkommen, was vollkommen okay wäre, weil wir ja viel zu schwach sind. Könnt mir vorstellen, wenn wir genügend Leute haben und hier runter marschieren, hat er schon wieder Truppen geholt, dass er dann vielleicht gar nicht mit runterkommt, weil er sieht, dass wir das auch so schaffen. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob es so ist. Wir werden auf alle Fälle hier fertig belagern und dann marschieren wir hier runter. Und holen den. Oh. Oder wir marschieren nicht mehr runter, weil wir schon den Herzog hier gefangen genommen haben. Wieder mal ein sehr einfacher Krieg. Und ich nehme alles zurück. Heute geht doch nicht alles schief. Hey, Fresh. Und damit gehört uns das offizielle Ejure-Herzogtum von Gnizno. Oh, nee, nee, nicht ganz. Ist hier in Pommern noch was? Oder gehört das nicht? Doch. Nee, passt, alles gut. Ich dachte hier in Pommern hier oben noch, aber nee, wir haben das aktuelle Herzogtum jetzt von Gnizno. Gut. Damit können wir uns im Blute unserer Gegner baden und wieder ein bisschen konsultieren. Unter anderem Leute verkaufen für 10 Gold. Und 10 Gold. Vielleicht doch nochmal gucken. Einen Arzt brauchen wir auch noch. Vielleicht doch nochmal gucken. Dass wir eine Affäre finden. So, wen haben wir denn hier als Hofarzt? Die Emöke. Nee, die sieht überhaupt nicht gut aus. Oh Gott, was sind denn das für 8 Bildung, 10 Bildung? Nee. Da hat mich jetzt wirklich keiner beeindruckt. Da können wir gucken, ob wir vielleicht... Wir haben halt auch so einen echt miesen Hof irgendwie, ne? Naja, wir werden uns später einen Hofarzt holen. Eine zwielichtige Unterredung von Gnivos und Godson. So, es dreht sich um Graf Pavel. Eigentlich der, den wir so... Der hat uns immer ein bisschen so genervt, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also könnten wir da eigentlich gar nichts machen. Ja, die Chancen stehen sowieso sehr, sehr schlecht. Wir könnten uns ein bisschen Anspannung holen. Aber auch Schrecken zum Beispiel.
indem wir die beiden foltern. Wollten wir nicht mit unserer Herzogin hier eine Folterherzogin machen? War da nicht irgendwas geplant? Irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf. Hey Schlesier, was immerhin haben noch die beiden potenziellen Ärzte alle Augen, Hände etc. Ja, das wäre natürlich noch besser, wenn die an sich selbst schon Versuche durchgeführt hätten. Fehlerhafte Versuche. Ich würde mal sagen, wir werden hier mal eine Schreckensherrschaft aufbauen. So. Es brauchte eine Weile, um die Zungen der beiden Gefangenen zu lockern, aber mein Kerkermeister ist ein geduldiger Mann. Nach einigen Stunden der Befragung sind die beiden Ränkeschmiede bereit, ihr Geheimnis zu beichten. Eine unappetitliche Eigenschaft von Graf Pavel. Welche denn? Er ist ein Perverser. Naja, ei. Vielleicht war ihm einfach nur langweilig. Man weiß es nicht. Können wir das hier einsetzen für unsere Zwecke? Wir werden ihn natürlich erpressen. Und eventuell dann ein bisschen Gold abpressen. Die Kohle abpressen geht über... war das... War das hier? Ah, Druckmittelbezahlung verlangen, das war's, genau. Das können wir gleich dann machen, fantastisch. Eine Frage zum Anspruch fingieren. Wann macht die Sinn, kostet ja Geld, wenn du dich erweitern willst? Ist meistens, oder ja, in Crusader Kings 3 nicht mehr so oft, aber ganz häufig die einzige Möglichkeit, relativ schnell und kostengünstig dein Reich zu erweitern. Wenn du es dir leisten kannst, meistens kostet das ja so 70, 80, 90 Gold. Oh, eine Fraktion wurde geschaffen. Ja, weil Posen jetzt sauer ist, ne? Also wenn du es dir leisten kannst, dann würde ich das schon empfehlen. Kommt halt immer darauf an, wie du spielst. Ob du überhaupt größer werden willst. Aber ansonsten hast du halt nicht viele Möglichkeiten, wenn du noch klein bist, an neue Gebiete zu kommen. So, der Vorzug, goldene Pflichten. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt von Pavel... Oh, wir könnten auch seine Bande ändern. Jetzt die Frage, wenn wir hier die... Oh, der hat niedrige Feudalsteuern. Da müssen wir dann natürlich gleich mal auf normal gehen. Dann machen wir lieber das. Er hat ja ein... Wir haben ja ein starkes Druckmittel gegen ihn. Das heißt, es kommt ja wieder, es ist ja nicht weg. Wir ändern erstmal die Steuer hier auf normal hoch. Und sobald die, ich glaube, 5 Jahre sind es, genau, 5 Jahre, wenn die wieder durchgelaufen sind, dann erpressen wir ihm ein bisschen Gold. So, welche Kriege können wir denn erklären? Herzog Cornel von Lutetia. Hier drüben. Religionskrieg mache ich ungern. Sambor ist auch Religionskrieg. Zymon ist auch Religionskrieg. Und Vlost Oberschlesien. Oberschlesien. Da hat der Pavel jetzt einen Anspruch. Auf eine Grafschaft hier oben. Ist halt schweineteuer mit den 188 Prestigepunkten. Hey Siska. Kann ja direkt Krieg erklären. Also sehe, warum dann vorher noch Geld ausgeben. Wenn du ein bestimmtes Gebiet haben willst... Dass du vielleicht nicht mit einem normalen Kriegsgrund bekommst. Oder, wie es der Siska so schon schreibt, wenn du feudal bist zum Beispiel. Als Stamm hast du halt den Vorteil, dass du relativ gut Krieg führen kannst. Aber du kannst halt sonst nicht wirklich viel machen. Weil du deine Gebäude oder deine Provinzen zum Beispiel nicht schön ausbauen kannst. Mit neuen Gebäuden und Domänen. Da bist du halt ein bisschen eingeschränkt. Dafür können die unglaublich gut Krieg führen und plündern und randalieren. Was ja auch nicht schlecht ist. Wir lassen mal die Zeit ein bisschen laufen. Oh, wieso haben wir denn jetzt plötzlich so viel Anspannung? Ich dachte, wir haben... Aber wisst ihr was? Zur Feier des Tages streicheln wir mal unseren kleinen Gniez. Und verlieren dadurch etwas Anspannung. So, kleiner Gnietz, die Ratsversammlung. Als ich und meine Ratsmitglieder uns zu einem Treffen versammeln, kommt mein Hund mit Bettelblick und traurig hängendem Schwanz zu mir. Er ist nicht gern allein, doch dies ist eine wichtige Besprechung.
Jedes Ratsmitglied verwendet 5 Meinungen. Ja, vielleicht können wir die Leute ein bisschen einschüchtern durch unseren Hund. Wenn wir die Leute wenn wir die Leute einschüchtern, ne, dann können wir noch ein bisschen mehr Schrecken verbreiten. So. So, wir steigen auch den kleinen Knietz über das braune Fell und verlieren 10 Anspannung, ist ein bisschen weniger, wie ich gehofft habe. Wir könnten auch noch ein Festmahl veranstalten. Das kostet 100 Gold, ist ein bisschen zu viel. Will er über 200 bleiben für den Fall der Fälle, dass unser Lehnsherr hier austickt oder sich irgendjemand hier erdreistet, Knietzno zu verkleidern. Pomerellen haben wir beim letzten Mal schon geguckt, oder? Waren gar nicht mal zu schwach. Waren die nicht gegenseitig verbündet? Also wenn, dann hier oben Pommern. Aber selbst die haben einen starken Bündnispartner hier drin. Ich fürchte halt, dass Böhmen jetzt nicht gleich nochmal mitkommt in den Krieg. Deswegen würde ich mich da eher woanders hin orientieren. Wir können ja mal erörtern, was denn so wichtig ist für uns eigentlich. Was wollen wir denn machen? Wollen wir an den Strand hier oben? Wollen wir eher Richtung Hauptstadt und unseren König absetzen? Wollen wir vielleicht Richtung Heiliges Römisches Reich? Uns stehen ja quasi sämtliche Himmelsrichtungen offen. Im Grunde wird es darauf hinauslaufen, dass wir wieder Polen von innen aufessen. Es wird darauf hinauslaufen. So, wie alt bist du? 62 Jahre alt. Er leidet, sehr schön, er leidet an einer Krankheit. Das heißt, sein Nachfolger ist bald dran. Und er sollte dann eigentlich auch eine bessere Meinung uns gegenüber haben. Ein bisschen, wenigstens. So, die Ratsversammlung findet statt. Es tut mir leid, Herzogin Lucia, sagt mein Ratsspitzel. Ich muss euch leider widersprechen bezüglich... Kleiner Knietz knurrt tief und Graf Pavel, sehr schön, der Graf Pavel, zuckt zusammen, sein Blick geht von mir zum Hund und zurück. 75 Prestigepunkte, sehr schön. Der Delitor sagt erstmal Polen aufessen. Boah, erstmal vielleicht eine Affäre finden. Sollen wir es mal mit dem Graf Pavel machen? Sollen wir den Graf Pavel versuchen zu verführen? Mangels Alternative hier bei uns im Hof. Sind aber echt schon alle alt. Unser Hof stirbt langsam aus, habe ich das Gefühl. Ist der Milas Issemba. Ein weiser Mann. 34 Jahre alt. Sieht hier die Wahrscheinlichkeit aus. Boah, 60%. Ist besser wie die 45 und 20 von vorher. Oder wir schmeißen... Ist der Pavel denn... der Pavel wäre sogar verheiratet. Den Pavel aufessen. Allein aufgrund seiner Frisur hätte er es schon verdient. Wobei ich sagen muss, gewisse Ähnlichkeiten zwischen mir und dem Herrn Pavel sind da nicht wegzustreiten, würde ich mal sagen. Bis dann, Luther. Er ist ein bisschen blonder, dafür ich ein bisschen grauer. Wir gucken mal. 30% ist sehr wenig. Ich würde es fast machen, weil er mich die ganze Zeit nervt. Und deswegen, ne? Komm, wir machen das mal. Wir probieren es mal mit dem Pavel. Einfach nur, weil wir es können. Weil wir die grausame Herzogin mittlerweile sind mit wahnsinnigen 12 Schreckenspunkten. Gut. Oberschlesien. Oberschlesien hat immer noch ein gutes Bündnis. Da könnten wir dazwischen... der hat alleine hat der jetzt 2500. Da sind zwar noch 500 Söldner mit dabei, aber 2000 Truppen hat jetzt der. Das ist noch ein bisschen mehr, wie wir aktuell verkraften können. Oh, hier drüben hat sich gerade was getan.
Weißruthenien. Der Schlesier, der liebt Oberschlesien. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wieso. So, dass so ist. Das muss irgendeinen besonderen Grund haben. Also nee, also hier kommen wir nicht weiter. Außerdem brauchen wir einen ordentlichen Anspruch. Wir haben nur den Anspruch von Pavel und der ist zu teuer. Den will ich nicht machen. Und wenn wir uns die Kleinen hier holen, wenn wir die Kleinen essen, die sind eher kein Problem hier oben, gehören auch immer noch zu Polen, jedenfalls teilweise. Hier oben Dänemark mit dabei. Aber hier zum Beispiel die gute Dame. Der Holti sagt, eine holländische Provinz erobern. Eine holländische. Hier drüben? Niederlande? Hier oben? Ist aber weit entfernt von uns. Von Gniezno. Gniezno ist ja bildungsmäßig eher im unteren Bereich angesiedelt. Deswegen wissen die gar nicht, was hier drüben ist. Die kennen immer nur ihre Nachbarn und streiten sich mit dem und führen deswegen auch immer mit den Nachbarn Krieg. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen den Anspruch auf dich, oder? So mitten im Herzen. Das eröffnet uns dann vielleicht auch noch schönere Wege hier rüber nach Masowien. Masowien hat nur 1700. Denn das de jure Gebiet von Polen? Oh, da wäre das aber nicht mehr mit dabei hier. Dann wären wir schon in Litauen hier oben. Na gut, wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Ne, müssen wir eigentlich nicht, weil die neuen Herzogtümer nicht neu erstellt werden. Wir haben ja mittlerweile die Erbteilung. Das heißt, es ist kein Problem, wenn wir hier drüben zum Beispiel ein Herzogtum machen könnten. Das wird dann nicht erstellt. Das passt. Das passt schon mal. Ja, komm. Dann machen wir das mal. Dann soll unser wahnsinnig guter Bischof hier mit 7 Punkten hier drüben einen Anspruch fingieren. Auf Chelmo, was auch immer das ist. Und er braucht dafür 4 Jahre unter diesen Schichten. Wie soll ich an Graf Pavel im Privaten rangehen? Weich und nachgiebig oder leidenschaftlich und wild. Was hat er denn hier? Er ist ein Folterer, Ehebrecher, undurchschaubarer Intrigenspinner, keusch, zufrieden und ehrlich. Boah, galant und reizend oder zärtlich nähern. Da ist jetzt gar nichts dabei, was irgendwas mit Foltern zu tun hätte. Wir machen mal galant, komm. Nehmen galant. Verschaffe mir einen Augenblick mit Graf Pavel allein. Ich warte auf den Moment und halte Schmeicheleien und simple Plaudereien gut ausgewogen. Dann, als die richtige Stimmung einsetzt, greife ich hinüber und ergreife fest die Hand von Pavel mit meiner. Offenbare meine Gefühle für Pavel und erkläre meine unsterbliche Liebe für ihn.